Glück auf und hallo, mein Name ist Tim oder auch Hitbreaker. Ich begrüße euch ganz herzlich beim weiteren Teil Combat Mission Cold War Fliegen Altdorf. Wir wollen jetzt mal gucken, ob wir es heute vielleicht in unsere dritte Phase schaffen. Was aber die dritte Phase genau ist und wie es aktuell aussieht, seht ihr gleich, wenn wir noch einmal kurz in den Tabletop Simulator springen, um uns dort einen Überblick zu schaffen. Also, legen wir los. So, da sind wir auch schon in unserem wunderschönen Tabletop Simulator. Hier mit unserer Planung. Ich missbrauche den ja ganz gerne so ein wenig dafür, um hier meine Planung so ein bisschen nochmal zu visualisieren. Wir haben gesehen, dass wir beim letzten Mal quasi in unsere neue Blockposition einfließen wollen. Das heißt, wir sind dabei, Richtung Faceline 2 uns auszurichten und quasi hier diesen kleinen Teich umgangen. Über diesen Gebäudekomplex sind wir jetzt in diesen Komplex hereingesprungen und werden jetzt hoffentlich von dort aus ungestört Richtung diesem Komplex vorgehen. Den Anfang machen immer unsere Pioniere, die gehen jetzt aktuell vor, weil wir hier mit Hindernissen zu arbeiten haben. Und unsere Infanterie, die Riflemen, die werden quasi die Rücksicherung, die Flankensicherung übernehmen und dann aufrücken. Aktuell werden beide Züge unterstützt durch ein mittleres Maschinengewehr. Das heißt, wir haben eines hier an die Pioniere angegliedert und das andere an die Riflemen. Unser Plan ist es jetzt letztendlich, diesen Bereich hier endgültig zu nehmen. Das heißt, hierhin vorzugehen, diese Position zu übernehmen, unsere Position hier hinten abzubrechen, aufzuziehen. Hier einen Überwachungspunkt zu bilden, denn dieser hat ja in diese Richtung ein gutes Sicht- und Schussfeld. Und dann mit den Pionieren in diesen nächsten Komplex vorzudringen. Das können wir einmal hier durch ein Gebäude mit einer Tür machen. Hier ein Gebäude mit einer Tür. Und gegebenenfalls diese Wand, durch die wir uns durchsprengen werden. Von dort aus werden wir uns dann vorarbeiten Richtung dieses Gebäude, diesen Komplex nehmen. Und wenn dieser Compound, wie man ja auch im Neudeutsch heutzutage so schön sagt, genommen ist, dann wollen wir uns quasi vorbereiten, um in den vorletzten Compound einzufließen. Das werden wir dann über zwei Einbrüche in Wänden machen. Deswegen müssen wir gleich auch nochmal unsere Sprengladung zählen, ob wir da auch noch auf einem guten Stand sind, dass wir später hier nicht einfließen können, weil uns dort dann die Sprengladung fehlen. Gut. Soweit im Grunde genommen der Plan. Wir sind bisher gut durchgekommen, hatten jetzt die letzten Teile ein wenig Langeweile, könnte man sagen, weil der Gegner uns nicht mehr großartig angegangen ist. Wir haben allerdings, das Symbol hier ist falsch, das gehört er hierhin, wir haben allerdings einen feindlichen Kontakt irgendwo hier in dieser Nähe. Es ist einer, ich beschreibe die mal ganz gerne als Phantomkontakte. Das heißt, irgendwer innerhalb meines C2-Netz hat hier etwas gehört, gesehen oder gerochen, übertrieben gesagt, und sagt, hey, dort aus der Umgebung, da ist irgendwas. Ja, das kann hier sein, das könnte aber auch hier sein, das kann auch gar nicht sein. Ja, dass hier einfach was langgefahren ist und was gehört worden ist, finde ich eine schöne Mechanik. Auf jeden Fall, hier müssen wir jetzt ein wenig vorsichtig sein. Letztendlich wollen wir uns ja am Gegner vorbei entwickeln und hier zu unserem Exit Point vorgehen. Ich denke, wir haben auch am Anfang dem Gegner eine gute Klatsche verteilt. Mal gucken, ob er nochmal nachsetzt oder ob das jetzt wirklich so langweilig weitergeht. Wir werden sehen. Wir springen jetzt ins Spiel und da machen wir dann unsere nächste Planung. Und da sind wir auch aktuell in unserem wunderschönen Combat Mission Cold War. Ja, es sieht ja wirklich auch für seine Verhältnisse wirklich schön aus. Genau. Und immer wenn ich dann wieder dran setze, bin ich auch froh, diese Spielerei einmal angefangen zu haben. Sie ist nun mal doch was ganz Besonderes. Ich habe eben auf dem Planungstisch gesagt, ja, da werden wir jetzt hier unsere neuen Befehle geben. Werden wir nicht, wir haben viele noch über, aber weil der letzte Teil so lang her ist, gehen wir ganz kurz durch. Das Second Squad und das Siegel wird versuchen, dieses Gebäude zu nehmen. Das First Squad unter Gallardo wird an diesem Gebäude vorbei dieses Gebäude nehmen. Third Squad unter P
Perdomo wird quasi von hinten so ein bisschen Übersicht halten, hier unterstützend wirken, wird aber gleich sein Fenster verlieren. Aufgrund dessen, ja, wir könnten jetzt schon sagen, wir geben denen eine 30-sekündige Pause und dann sollen die an dieses Gebäude nachrücken. Ja. Dann haben wir hier das Second MG-Team, ja, unter Daniel. Die Jungs haben schon ein bisschen was abgekriegt. Das müsste das MG-Team sein. Ja, ich glaube schon, das müsste das MG-Team sein, was wir hier beinahe verloren hätten. Ja, wo wir wirklich mächtig stolz waren, oder ich zumindest, dass sie die da rausbekommen haben. Ja, Daniel kein guter Führer, aber Veteran und doch ganz gut. Moral ist, ich würde sagen, für das, was die Jungs erlebt haben innerhalb der ersten Spielsekunden, ist die Moral ganz gut. Ja, also Daniel hier aus seiner Overwatch-Position kann auch nur begrenzt wirken, verliert also auch sein Fenster, wird dann aber später dort Position erstmal halten und Rücksicherung übernehmen. Wenn dann die Rifleman, ja, da war der Rifleman-Zug, das ist der Second Platoon unter Burnside. Wenn die Jungs aufgezogen sind, wird dieser die Rücksicherung hier übernehmen. Und dann wird das First MG-Team unter Tom, wird dann quasi unterstützend wirken. Oder wird eventuell werden die auch einfach nur die Position übernehmen, um sich hier dann wieder auszuruhen. Ich möchte eigentlich hier vorne wahrscheinlich hier ungerne lang springen. Wir sind da doch sehr offen. Und ich denke, den Umweg zu machen, das lohnt sich schon eher. Genau. Ja, ansonsten mein Rifleman. Wir haben hier einmal in dem Gebäude unser Third Squad, die quasi eine Art Panzervernichtungstrupp gestellt haben, die etwas weiter oben in dem Gebäude untergebracht sind. Wir haben das A-Team, ja, unten im Erdgeschoss, die in das Gebäude eingedrungen sind. Und wir haben, wie gesagt, Tom hier. Second Squad, A- und B-Team wird sich jetzt in dieser Runde zusammenfinden, hoffentlich. Leider war es nicht möglich, hier den letzten Mann des Teams zu bergen. Ja, dieser ist jetzt leider zurückgeblieben. Rückgelassen. Den wird der Feind bergen. Das ist schon eine Weile her, aber wir sehen, insgesamt sind wir, was unser Führungspersonal angeht, insgesamt gut eigentlich bei weggekommen. Wir sehen hier, wir haben im Regelfall unsere Leader noch. Das ist sehr gut. Ja. Wie gesagt, wir haben leichte Ausfälle hinnehmen müssen, aber das war anhand der Situation da wohl zu erwarten. Und das First Squad wird sich hier in dieses Gebäude bewegen, wird damit die Straße rücksichern können, während das AQ-Element hier, ich bin beinahe am Überlegen, ob wir nicht gucken, dass wir die hier in dieses Gebäude unterbringen. Dort können sie ja nicht mehr unterstützen. Und ich denke, das tun wir auch mal. Dann können die quasi hier aus dem Gebäude rausblicken und gegebenenfalls die Straße ein wenig runtersichern. Ja. Macht dann auch Sinn, theoretisch, das MG später hier, wenn wir es hier abbrechen und hier einrollen, das MG hier hinzusetzen, Straße runterzusichern und eventuell den Panzervernichtungstrupp. Das weiß ich noch nicht. Eventuell sollten wir uns auch angewöhnen, den Panzervernichtungstrupp vielleicht bei der Infanterie auszugliedern und eher bei den Pionieren anzugliedern. Müssen wir mal sehen. Nichtsdestotrotz würde ich jetzt einfach die erste Runde mal laufen lassen und mal gucken, was dann passiert. Und dann sehen wir uns gleich. Attack!
Secure the flanks. Ja, was haben wir gerade gesehen? Wir haben bemerkt, dass diese Jungs hier etwas aufgespielt haben, und zwar erstmal die Gruppe im Erdgeschoss hat die zuerst entdeckt. Handelt sich dabei wohl um den HQ-Trupp von der feindlichen Druckabwehreinheit. Der MG-Trupp hat sie leider nicht gesehen. Der Panzervernichtungstrupp hat sie dann auch gesehen, aber die bewegen sich jetzt aus dem Fenster heraus. Das Second Squad hat sich zusammengefasst, das ist sehr gut. Mal so ein bisschen besser für die Moral. Und hier sind wir ganz normal vorgekommen. Die Gebäude wurden genommen. Nachgezogen wurde auch. Das heißt, wir können jetzt... ja, doch, in dieses Gebäude kommen wir von hier aus. Da können die sich dann, auch wenn sie gerestet sind, erstmal erholen. Werden wir auch gleich befehlen, hier vor den Rested. Und dementsprechend gut. In dem MG-Trupp geben wir eine neue Richtungsangabe. Panzervernichtungstrupp bleibt auch vor Ort. Bin fast gewillt, die schon mal herauszulösen. Bin mir aber noch unsicher. Ich bin mir unsicher. Ich würde sie gerne herauslösen. So, den MG-Trupp hier. Wir machen erstmal hier weiter. Da bin ich mir ein bisschen sicherer, was ich tun möchte. Ich möchte das MG-Team vorziehen, in Position bringen, das HQ-Element mitnehmen. Und auf jeden Fall dieses HQ-Element jetzt hier rüber schicken. Haben die eigentlich gerade alle erst wieder zusammengefasst, größtenteils, aber ich bin wirklich am Überlegen, ob ich die nicht wieder in Teams aufteilen sollte, um die Stellung quasi rollend nach hinten zu wirken, abzubrechen. Oder ob ich jetzt hier quasi direkt das Team rauslöse, könnte der Gegner natürlich hier vorgehen. Aber wir müssen auch ein bisschen Dampf machen. Können wir uns leisten, hier die Stellung abzubrechen? Ich würde fast sagen, die aktuell noch nicht, weil wir hier ein Schussfeld haben. Ich ganz gerne erstmal dieses Gebäude mit dem MG-Team besetze, dass der Gegner von hier hinten drückt. Das ist aber ein Zeichen, dass er jetzt kommt.
Wir verlieren halt hier den Schusswinkel, um ihn gegebenenfalls weiter auszubremsen. Hier, das ist auch nicht so schön, aber nicht so kritisch. Wir werden auf jeden Fall die Jungs hier, die werden wir quasi rausbewegen. Ich kann das trotzdem im Bogen, weil ich nicht riskieren will, dass hier irgendwas ist, die sieht und dann gegebenenfalls auf die wirkt. Wenn er sieht, dass da sich eine ganze Gruppe bewegt. Können dann hier erst einmal Rücksicherung übernehmen. Wenn die hier diese großen Gebäude besetzen, da kommen wir ja mal wieder nicht rein. Der ist schon sehr vorteilhaft für den Gegner gebaut. Aber wenn wir mit der Infanterie hier die großen Gebäude besetzen, dann können wir wirken. Und Zeit ist jetzt, denke ich, ein wichtigerer Faktor, als den Gegner auszubremsen. Deswegen nehmen wir die auch mit weg. Die werden dann im Eilverfahren dieses Gebäude noch besetzen. Wenn wir das haben soweit, dann sollten wir gute Chancen haben, dass der Gegner überhaupt erstmal bis hierhin aufziehen muss. Und da werden wir hoffentlich jetzt einfach ein bisschen weniger ihn ausbremsen, aber dafür uns durch ihn auch nicht ausbremsen lassen. Wir gucken mal, was in der nächsten Runde passiert. Schauen wir mal. Ja, was soll ich sagen? Jetzt wird's schnell sehr, sehr warm. Wir haben Feindkontakt all over the place. Wir haben uns gut verkauft. Ja, hier sind bereits drei Mann gefallen. Dieser fällt, glaube ich, zurück. Hier oben teilweise unterdrückt. Aber wir kriegen Feuer von diesem MG rein und das hat uns einen unserer Pioniere weggeschossen. Das MG wird von denen auch nicht gesehen. Aber da werden wir jetzt mal versuchen, Feuer drauf zu geben. Das MG hier kann nicht wirken. Dem lassen wir seine Ziele selber wählen. Und das bedeutet, wir müssen jetzt hier wirklich zügig zusehen, diese MG zu unterdrücken. Werden da aber wahrscheinlich schlechte Karten haben. Wäre schön, wenn wir rauchen könnten, aber vermutlich wird das nichts.
Pop Smoke. Mal Pop Smoke. Das hätte jetzt Priorität. Jetzt zusehen, dass die nachziehen. Und solange wir hier noch nicht die Heinzelmännchen um uns herum haben, auf jeden Fall die hier vor, Blast auf die andere Seite und dieses Gebäude nehmen. Können da jetzt nicht lange warten, wir müssen jetzt schnellstmöglich vor, weil ihr seht, da kommt ein ganz schöner Haufen. Und wenn die erstmal hier in den Bereich einsickern, dann wird das deutlich schwieriger für uns, als wenn wir jetzt zeitnah hier bereits rübergehen und gegebenenfalls sogar von den Gebäuden aus hier wirken können, in diesem Bereich, wo zum Beispiel SMG nicht wirkt oder wirken kann. Sehen zu, das MG hier schnellstmöglich oben in Position zu kriegen. Und müssen auch das HQ-Element hier zusehen, dass das wirken kann, das unterstützen kann, ohne sich dabei selber zu sehr zu exponieren. Ja, wir lassen es erstmal da, wo es ist. Wir müssen jetzt wirklich sehen, zeitnah hier die Stellung abzubrechen, sonst kriegen wir die Jungs nicht mehr über den Fluss. Über den Fluss, sag ich, über den, am Teich vorbei. Und das wäre tatsächlich kritisch. Wir können ja versuchen, so ein wenig zu wirken. Aber wird schwierig. Also das wird tatsächlich nicht so angenehm, wie wir uns das eventuell jetzt gedacht haben. Ich hätte ja beinahe gedacht, wir können die restliche Zeit runterspielen, ohne böse Überraschungen zu bekommen. Das Fahrzeug hier habe ich auch gesehen, aber das ist ein Observer, der hat maximal einen MG oben drauf, den sehe ich noch nicht allzu gefährlich. Für mich ist jetzt wirklich dieses MG hier aktuell das größte Problem. Die Infanterie hier, ja, gerade hier die Heinzelmännchen auch im Nahbereich. Aber das MG ist wirklich das größte Problem. Wenn das unsere Pioniere dort ausschaltet, dann wird es kritisch. Deswegen schnellstmöglich zusehen, dass wir hier im besten Fall uns auch aus diesem Gebäude entfernen. Das MG bringen wir kurz in Position, aber auch das MG möchte eigentlich zeitnah dann wieder einrollen. Soll wirklich nur kurz sein, um nach Möglichkeit hier zu unterdrücken. Und dafür zu sorgen, dass ihr gegebenenfalls die Truppen noch heile nachziehen können. Wenn wir die Gegner hier frei bewegen lassen, denke ich, haben wir ein großes Problem. Gut, damit auch gleich in die Abspielphase, gucken wir mal, dass wir noch ein bisschen was schaffen.
Ja, was soll ich sagen? Uiuiuiuiuiuiui. Erstmal hier, die Smoke hat einfach nicht viel gebracht. Erstmal, weil sie wegen dem Wind sich halt verdünnisiert. Weil das MG in einer verhöhten Lage ist. Das hätten wir uns auch schenken können. Naja, ist dann nun mal halt so. Das heißt, das First Squad bekommt immer noch Feuer rein. Ist wohl nicht mehr so heftig aktuell, aber sie bekommen noch Feuer rein. Second und Third Squad haben den Übergang geschafft, ohne große Zwischenfälle. Parkour-Element schießt auf Elemente hier in dem Bereich, werden wir gleich angehen. Na, die sollen auf das MG wirken. Das ist jetzt erstmal Priority. Der MG-Trupp wurde beim Stellunggehen durch RPGs ein bisschen benutzt und hat dann letztendlich Moralschaden hingenommen. Wir hoffen, dass sie sich fangen und dann sollen die das MG dort bekämpfen. Das ist ihre Top-Priorität. Gute Arbeit geleistet hat der Panzervernichtungstrupp. Der hat zwei Lores losgefeuert. Können wir jetzt natürlich sagen, ist vielleicht Verschwendung, aber die haben mit den Lores hier das MG wenigstens kurzzeitig unterdrückt. Das war sehr gut. Also M72 Lore, sehr schöne Waffe für sowas. Halt eine leichte reaktive Panzerbüchse. Hat hier auf jeden Fall seinen Zweck getan und den Gegner hier unterdrückt. Nichtsdestotrotz hat es der Feind geschafft, mit minimalen Ausfällen bei der eigentlichen Bewegung hier in dieses Gebäude einzufließen und auch hier in diesen Bereich einzufließen. Das ist natürlich negativ für uns. Auch seine Bewegung in diesem Bereich können wir halt eigentlich nicht mehr wirklich reduzieren. Das ist auch der Grund, warum wir jetzt das MG einfach hier einziehen werden. Nicht dahin. Hier rüber bewegen. Dort. Dort. Und hier hinter. Um dann hier in Stellung zu gehen. Das müssen wir jetzt alles in einer relativ schnellen Bewegung machen. Die Jungs hier sind noch in Position, wirken auf den Feind, so gut es geht. Ermöglichen damit ihren Kameraden, sich hier hinüber zu bewegen. Und hier die Gruppe wird hier gleich in Stellung gehen. Es kann sein, dass wir diesen Häuserblock einfach, wenn wir hier noch weitere Ausfälle kassieren, diesen Häuserblock hier verlassen müssen, um dann quasi hier weiter einzurücken und den Gegner hier uns hier zu lösen. Grund ist einfach, wir wollen keinen offenen Kampf eigentlich mit den Gegnern führen, sondern uns vorbewegen. Wir möchten uns nicht zu sehr binden lassen. Ich würde ganz gerne diesen einen Mann hier noch versorgen und sollten wir die Versorgung schaffen und das MG hier zeitweise unterdrücken und hier alles weg sein, dann werden wir diese Position hier räumen und weiter in den Compound vorgehen. Das heißt, auch die Jungs, die sind noch ready, werden jetzt quasi hier dieses Gebäude nehmen. Und diese Jungs sind auch ready und damit die wenigstens halbwegs Richtung Feind und Rücksicherung machen können, werden die dieses Gebäude nehmen und hier hinaus wirken können, um zumindest zu verhindern, dass hier weitere Elemente nachrücken. Sprengladungstechnisch, wir haben hier noch drei, das heißt, wir sollten zumindest hier einen Einbruch und hier einen Einbruch schaffen. Hier sieht's, na, die Samen noch mit die meisten. Ja, müssen wir hoffen, dass wir zumindest, sollten wir den Trupp, die Squad hier komplett verlieren, dass wir die Möglichkeit besteht, ja, dass wir hier zumindest mit den beiden Elementen jeweils noch einen Einbruch schaffen, um dann in diesen Compound zu kommen. Wir dürfen uns hier wirklich nicht zu lange binden lassen. Wenn die Smoke hier gereicht hätte, um den einen Mann zu versorgen, dann hätte ich sie jetzt komplett schon abgezogen. Und ihr seht ja, ich möchte auch hier in diesem Bereich keine neuen Leute einfügen.
Auch dieses Gebäude werden wir wohl... Das könnten wir theoretisch nehmen. Ich glaube schon. Genau, da hat das Gebäude keine Sicht. Das heißt, dieses Gebäude... Ach, das hat bestimmt keine Fenster. Doch, hat es. Aha. Dieses Gebäude nehmen wir jetzt zügigst. Um von dort aus zu wirken und hier eine Entlastung zu schaffen. Aber ich kann jetzt schon sagen, das werdet ihr heute leider nicht mehr sehen, denn dieser Part ist leider zu Ende. Tut mir sehr leid. Aber ist, denke ich mal, wieder ein schöner Cliffhanger für den nächsten Part und der lässt auch nicht so lange auf sich warten. Das verspreche ich euch. Gut, ich würde sagen, wir machen hier Feierabend. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag, Abend. Hoffe, ihr seid das nächste Mal wieder mit dabei. Mein Name ist Breaker. Oder auch Headbreaker. Und ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Haut rein. Bis denn dann. Ciao, ciao.